So, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Begrüßen Sie mit mir Dominik Graf. Herzlich willkommen, Herr Graf. Herzlich willkommen Ihnen allen zu einem ganz besonderen Abend hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Sie alle kennen ja unsere sozusagen Serie Was tut sich im deutschen Film, die wir gemeinsam mit EPD Film seit vielen Jahren veranstalten, einmal im Monat. Urs Spörri ist dafür verantwortlich. Was tut sich im deutschen Film? Gute Frage. Sie wird beantwortet von Regisseurinnen und Regisseuren, von Independent-Filmen, aber auch von Mainstream-Produktionen. Wir fragen auch sozusagen immer aus einer historischen Perspektive. Und es ist natürlich großartig, heute alles das miteinander zu verbinden in einem Double Feature, das es in sich hat, nämlich sozusagen essayistisch, analytisch, nach einer Zustandsbeschreibung, nach einer Standortbestimmung, nach der Historie, der Gegenwart und vielleicht sogar der Zukunft des deutschen Films zu fragen, nach Tendenzen, nach Brüchen, nach Kontinuitäten. Und was würde sich da besser eignen als zwei eben Essay-Filme, nenne ich es jetzt mal so, Herr Graf, die allein von ihren Titeln her zeigen, dass es hier um ein Projekt geht, das Dominik Graf sehr, sehr nahe ist, denn er hat dafür sehr emotionale, sehr körperlich auch nachempfindende Titel gefunden. Zum einen Verfluchte Liebe, deutscher Film, und zum anderen Offene Wunde, deutscher Film. Das sind Statements. Verfluchte Liebe, deutscher Film, wurde letztes Jahr zum ersten Mal präsentiert. Wunde, offene Wunde, lief bei der diesjährigen Berlinale zum ersten Mal. Wir sehen heute eine etwas gekürzte Fassung dessen, was bei der Berlinale zu sehen war. Und ich denke, dass beides zusammen, also beide Teile, das Double Feature, aber auch natürlich vor allen Dingen die Gespräche, die Dominik Graf und Urs Spörri darüber führen werden, uns sozusagen Erhellendes und vielleicht gelegentlich auch Verstörendes, aber auch durchaus Amüsantes, naja, nicht so sehr Amüsantes, aber Erhellendes über den deutschen Film verraten. Lieber Dominik Graf, ich will mich bei dieser Gelegenheit sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier sind, dass Sie diese beiden Werke vorstellen heute Abend, dass Sie uns die Gelegenheit geben, mit Ihnen darüber zu sprechen. Ich danke Ihnen auch. Sie sind nicht das erste Mal hier bei uns für Ihre Verbundenheit mit diesem Haus, mit diesem Kino. Sie haben in der Reihe Was tut sich im deutschen Film sozusagen den Director's Cut von Die geliebten Schwestern vorgestellt. Sie waren so freundlich und zu unserem großen Vergnügen und zum, glaube ich, auch Vergnügen des Publikums und dessen Bereicherung, haben Sie eine carte blanche zusammengestellt mit außergewöhnlichen Filmen, die unser Programm hier in diesem Kino in sehr unterschiedlicher Weise und immer anregend und immer gesprächs- und diskussionsanregend bereichert haben. Ja, und dann danken wir Ihnen außerdem noch dafür, dass Sie für unseren Katalog Geliebt und Verdrängt zum Kino der Adenauer-Ära, den wir letztes Jahr zur Retrospektive in Locarno rausgegeben haben, die wir hier mit Olaf Möller zusammengestellt haben. Und diese Retro tourt jetzt durch Deutschland und andere und europäische Länder und wird auch nach Amerika gehen. Also jedenfalls für den begleitenden Katalog, den es nach wie vor da oben im Museumsshop zu kaufen gibt, Geliebt und Verdrängt, nicht vergessen. Da haben Sie den zentralen, ja, kann man auch sagen, Essay geschrieben, also sozusagen eine Analyse, aber auch immer noch aus einer persönlichen Betroffenheit, Klugheit, persönlichen Perspektive und trotzdem sozusagen dann ins Allgemeine gewendet, sehr erhellend, sehr luzide. Der längste überhaupt in diesem, er hat jede Zeichenbegrenzung gerissen. Er hat keinerlei sozusagen Grenzen in diesem Moment akzeptiert. Das ist auch toll,
das mal zu erfahren. Ines Beyer ist hier. Wir haben zusammen diesen Aufsatz gelesen und haben gedacht, oh Gott, was hatten wir verabredet? 20.000, 25.000 Zeichen, das sind 68.000 oder 70. Wir waren begeistert. Natürlich nicht von der Länge, aber wir haben alles getan, um ihn noch reinzubekommen. Und wir haben ihn großartig dann, glaube ich, auch bebildert. Er ist ein Gewinn von seinem Gehalt her. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Es geht um Schauspieler, Schauspielerkörper, über Männlichkeitsbilder der 50er und frühen 60er Jahre. Und in diesem wiederum essayistischen, analytischen Stil, den Dominik Graf auszeichnet. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Ich nehme mal an, dass die alle hier wissen, von wem wir hier reden. Dominik Graf, Fernseh- und Filmregisseur, 10 Grimme-Preise. Das hat, glaube ich, vor und nach Ihnen bisher auch noch keiner so recht fertig bekommen. Ein jemand, der auch immer wieder gegen den Stachel löckt, der mit dem System des öffentlichen rechtlichen Rundfunks wie auch mit dem der Filmförderung seine Sträuße ausficht, unverdrossen, ja, notgedrungen auch, aber sozusagen als Künstler, wobei ich nicht weiß, ob Sie sich als Künstler verstehen, ich denke schon, aber es ist ja nicht so, dass in Deutschland das eine zu den Alltagserfahrungen gehört, dass einer zu dem steht, was er macht und das auch verteidigt und auch sozusagen immer weiter voranbringt, seine Art des Filmemachens, seine Vorstellung von Film, seine Vorstellung auch von einem zum Beispiel physischen Kino, aber auch seine Vorstellung von einem Fernsehen, das anders ist als das, was uns da so alltäglich oder als allabendlich begegnet. Und dazu zähle ich im Angesicht des Verbrechens die Serie, die nochmal 2010 meiner Meinung nach zu früh kam, für die ARD vielleicht auch zu avantgardistisch war, vielleicht auch zu herausfordernd fürs Publikum. Ich zähle aber auch aus natürlich persönlichen Gründen ihr Porträt von Michael Alten dazu, ihren Film und natürlich dann jetzt eben diese verfluchte Liebe aus 2016 und den Film, den wir heute sehen. Jedenfalls, wir dürfen heute diesen Film im Doppelpack sehen, im Double Feature, beide Filme. Ich bin sehr froh, dass wir uns diese Möglichkeit einräumen, dass wir die Gelegenheit haben und sozusagen auch zu erkennen, wie der deutsche Film wurde, was er ist, wobei wir auch immer wieder darum ringen, zu bestimmen, was der deutsche Film ist und vielleicht aber auch, was er sein könnte. Und Urs Spörri wird Sie jetzt, glaube ich, wollt ihr darüber sprechen. Eine kurze Einführung. Lieber Dominik Graf, nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns auf den Abend. Ja, wir haben es gerade gehört, das ist wirklich was Besonderes. Jetzt, das ist zum ersten Mal, die beiden hintereinander. Ja, genau. Und das ist eine tolle Gelegenheit, eben auch genau über all das zu sprechen. Vorweg würde ich ganz gerne die Frage stellen, wie kam es denn eigentlich zu diesem Projekt? Das war relativ überraschend. Der Johannes Sievert ist ein Student von mir gewesen an der IFS in Köln Anfang der 2000er und er ist 20 Jahre jünger als ich. Also Jahrgang, was ist das dann, 72 oder 74? Und den hatte immer dieselbe Frage umgetrieben an die Tradition, aus der wir kommen, an die wir anbinden oder uns davon entfernen wollen beim deutschen Film. Wo sind denn eigentlich die Genrefilme in Deutschland? Wo ist ein körperliches Kino? Es gab das doch mal. Warum ist das verschwunden? Und welche Beispiele davon sind unter Umständen auch unter die Räder geraten, zeitlich? Also bestimmte Filme gibt es ja, von denen gibt es dann gar keine Kopien mehr. Und muss man diese Filme beschützen? Kann man sie beschützen? Und was kann man argumentativ sozusagen für die Rettung dieses deutschen Kinos, das es in diesem Sinn nicht mehr gibt, beitragen? Der Punkt ist natürlich der, dass ich in den Ausläufern, also da ich ja schon relativ lange Filme mache, habe ich die Ausläufer, als in Deutschland noch Genrefilme gemacht wurden, Thriller und sogar Horrorfilme teilweise auch noch, habe ich noch miterlebt und habe selber in dem Anfang meiner Karriere daran teilhaben dürfen. Da gab es noch einen kleinen Moment von funktionierendem Star-System, bei mir namentlich Götz George als absoluter Kassenmagnet Ende der 80er noch. Und dadurch habe ich natürlich eine Vorstellung noch mitbekommen quasi, das ist ja auch ein Geschenk, wie das deutsche Kino mal als eine Publikumsmaschinerie
funktioniert hat, eben mit sehr starken Schauspielern, mit sehr starken, wie gesagt, Publikumsmagneten, aber die sind dann auch in der Lage, einen relativ bösartigen Thriller, wie es Die Katze letztendlich war, in der, glaube ich, kein einzig sympathischer Mensch rumläuft, aber so soll es ja eigentlich im richtig hartgesottenen Krimi auch zugehen. Von den Ihnen muss man dazu sagen. Ja, genau, ja. Naja, ne, schon hat auch Tradition im Genre. Also jedenfalls, den überhaupt durchzusetzen. Also es wäre undenkbar gewesen, hätte George irgendwann gesagt, nee, das ist mir zu doof, das mache ich nicht, dann wäre der Film gar nicht gemacht worden. Aus dieser Überlegung heraus, dass ja sowas mal möglich war und sogar eben bis Ende der 80er Jahre hinweg in den Ausläufern noch möglich war, ist die Frage erstmal, wo sind die alle hin? Alle, die vor uns, vor Johannes, vor mir waren, die das gemacht haben. Einige natürlich schon tot, aber kann man über die noch was rauskriegen? Kann man da was sagen, was ist eigentlich passiert, als der Autorenfilm in Deutschland, in Westdeutschland gewissermaßen das Ruder übernommen hat mit dem Genre und das dem nochmal präzise nachzugehen. Dann hatten Sie zwei zentrale Aufgaben wahrscheinlich. Erstens, diese Menschen ausfindig zu machen und zweitens, unheimlich viele Filme zu sichten, vermute ich. Wie ging das vor? Wie haben Sie recherchiert? Also es ist schon so, dass in dem Film, dass, wenn man solche Filme macht, dann wird einem ja immer hinterher vorgeworfen, auch von Leuten, die sich noch besser auskennen als man selbst, wen man alles vergessen hat. Und das muss man im Vorhinein eigentlich schon sagen, das tut mir leid, wen auch immer ich vergessen haben mag. Wir können bei so einem 90-Minuten-Ding nicht, also in die äußersten Winkel sozusagen dessen gehen, was es in den 50er, 60er, 70er, 80ern in Deutschland gegeben hat. Das muss man dann verzeihen. Es ist aber manchmal auch eine Geschmacksfrage natürlich. Also wenn bei mir dann irgendwie jemand wie Roland Klipp eine wesentliche Rolle gespielt hat, mag das bei jemand anderem dann ein anderer sein, der möge dann den anderen Namen dafür einsetzen. Es geht letzten Endes um einen prinzipiellen Grundsatz, glaube ich. Also es geht um jetzt vom Heute aus zu argumentieren, es geht ums hochzuhängen, eine Art Unbehagen an der deutschen Filmkultur, also einem verdrängerischen Erzählsystem, das auf bestimmte Dinge, die eigentlich auch mit zum Leben gehören und die vor allem früher auch immer zum Kino gehörten, als es noch mehr eine Jahrmarktsfunktion oder eine Attraktion war, Menschen, Tiere, Sensationen, ja, diese Art von Kino komplett vom Tisch zu fegen zugunsten von ja, was? Darüber reden wir nachher. Das wollte ich auch sagen. Nicht jetzt. Genau. Also bevor wir jetzt gleich hier von der Bühne gehen, möchte ich Ihnen natürlich noch sagen, wie der Ablauf ist. Wir zeigen Ihnen jetzt Teil 1, dann wird es kurze Gelegenheit geben für 3-4 Fragen. Dann machen wir eine kurze Pause von circa 10 Minuten, dann kommt Teil 2 und dann ist das ausführliche Gespräch, wo wir erst mal vorne reden, vor allen Dingen auch, was das für Konsequenzen hat, was wir dann gesehen haben. Und dann können Sie natürlich auch selbst Fragen stellen. Aber jetzt an dieser Stelle viel Vergnügen mit dem Film. Dominik Graf, wollen Sie noch was vorher sagen? Vorher. Herzlichen Applaus, Dominik Graf, und viel Spaß beim Film. Nochmal willkommen hier vorne bei uns. Und ja, also ich möchte vielleicht als erstes mal davon berichten, wie es mir ergangen ist. Das ist ja damals uraufgeführt worden im Berliner Delphi-Kino, traditionell am zweiten Berlinale-Freitag. Und ja, nach diesem Film, also dazu muss man wissen, dass zu den Vorführungen von Dominik Graf auch quasi die Filmwelt aus Deutschland versammelt ist. Und danach hatte ich das Gefühl, da ist gerade ein richtig revolutionäres Gedankengut. Als man da vorne stand, rausgekommen war, alle hatten irgendwie den Impuls, komm, lass es uns anders machen. Wie ist es weitergegangen? Dieses Gefühl. Hat man was gemerkt? Die Danke. Folgen sind noch nicht abzusehen. Ja, haben Sie das auch wahrgenommen oder ist das ein Gefühl, was ich in meiner Euphorie da nur hatte? Das kann man selber schwer sagen, weil also das, was da kompiliert wird in dem Film, ist ja teilweise, habe ich das selber miterlebt, diese Wege, die das deutsche Kino, westdeutsche Kino in der Zeit gemacht hat und die Selbstverständlichkeit für mich, für meine Generation sozusagen diese Leute, die da für mich so Helden waren damals, also Klick war für mich wirklich ein Halbgott gewissermaßen, der Einzige, der in Deutschland irgendwie es geschafft hat, mit Genrefilmen wirklich an eine Grenze von kommerziellem Durchbruch auch zu kommen.
Das, für mich ist das selbstverständlich, dass diese Figuren wieder rausgeholt werden müssen. Ich war eher überrascht in den Reaktionen der Leute, dass sie die gar nicht mehr kannten. Also, dass sie gewissermaßen sehr aus dem Blickfeld verloren haben. Und wie schnell das dann geht, das blüht einem ja selber dann wahrscheinlich auch irgendwann. Und der Punkt ist natürlich schon, dass da auch die Filmgeschichte, also diese, wie soll man sagen, also die Leichen, die sich da auftürmen und die nicht mehr hinterfragt werden und wo man nicht mehr drüber redet, was eigentlich einen am deutschen Kinofilm unter Umständen mal anders gepackt hat, als einen meinetwegen heute irgendetwas packt, dass das gar nicht mehr zur Sprache kommt, das hat mich eher im Nachhinein nochmal erstaunt, als dass ich das im Vorhinein in irgendeiner Weise so berechnet hatte. Es war auch ein sehr bewegender Moment, weil ja einige dieser Filmemacher dann auch da waren. Ja. Quasi noch einmal die alle versammelt zu sehen, das hat schon was bewirkt, finde ich. Ich finde es auch richtig stark, bevor Sie gleich Fragen stellen können, dass Sie so ein klares, ja, einen klaren Bruch ausmachen. Also, dass Sie sich da hinstellen und sagen, ich kenne den Wendepunkt. Und das ist eben, wir haben es gegen Ende des Filmes gesehen, wenn eben Klick und Eichinger auseinandergehen. Ab da beginnt endgültig die manifestierte Trennung zwischen E und U. War das, wie sind Sie darauf gekommen? Der Autorenfilm hat sich ja relativ schnell eigentlich überlebt. Also der ist, sagen wir mal, als Phänomen 62 aufgetaucht, hatte seine Hochzeit Ende der 60er, dann bis in die Mitte der 70er, hatte die Apotheose mit dem Oscar für die Blechtrommel. Gleichzeitig war Fassbinders tot und von dem Moment an ging es dann wirklich so wie in dem schönen Lied, fällt mir nicht mehr ein, wer das gesungen hat, ich glaube Hildegard Knef, von nun an ging es bergab. Mhm. Ja. Und da war vorher ja schon, also das war eben das ist ja auch selten in der Filmgeschichte, dass es während eine Gruppierung sich gewissermaßen dazu aufschwingt, international ein Fanal zu setzen für deutsches Kino, das wirklich wohl dann mal für diese Generation, das sind ja für mich so quasi ältere Brüder, wenn nicht schon auch angehende junge Väter, es musste natürlich passieren, dass das jetzt mal anders aussehen muss und dass man andere Schauspieler nehmen muss und so weiter. Das ist ja unbenommen. Der Pendelschlag geht immer von der einen in die andere Richtung und die nächste Generation macht es dann wieder anders. Aber was wirklich selten ist, ist, dass innerhalb dieses Pendelschlags plötzlich eine Gegenbewegung kommt. Also dass Leute kommen, die sind genauso alt wie Fassbinder, Schlöndorff oder Herzog. Und sagen aber, nee, das genau wollen wir nicht, sondern wir wollen eigentlich anschließend fast an diese damals wirklich verachteten, also das deutsche Kino der 50er, das kommerzielle Kino, wurde oft als die schlechtesten Filme der Welt bezeichnet. Und genau da wollten die aber hin. Klick und eben Lemke, der ja zugibt, dann irgendwann hat er leider nicht so richtig mitgekriegt, weil er sich nur für sich selber und für Schwabing interessiert hat. Aber Roger Fritz wusste natürlich schon, auch durch die Schauspielerei und die ganze, der war ja in der UFA in Berlin auch trainiert worden als Schauspieler. Der ist aufgewachsen als Teil des deutschen Kinos. Und der hat auch gesagt, das, was Oberhausen ist, das ist nicht mein Ding. Das will ich nicht. Ich will Genrefilme machen. Ich will... Eigentlich schon, dahinter steht die Frage, ich will Publikum. Hm. Und den anderen, die hatten auch wieder eine Berechtigung zu sagen, ja, immer mit diesem Publikumsgerede, das ist auch nicht irgendwie die Motivation oder die Ausrede für den größten Scheiß. Man muss das jetzt mal anders machen, man muss einfach die Filme machen, die man will und die man glaubt, die jetzt gemacht werden müssen und dann werden die Leute schon kommen. Irgendwann kamen sie ja auch in den Autorenfilm, also so Dinge wie Maria Braun von Fassbinder hat ja dann schon also richtig große Erfolge gehabt, die Blechtrommel sowieso. Aber es blieb immer eine Arthouse-Clique, wenn man das so sagen darf. International gefeiert, die saßen bei Coppola auf der Veranda und haben irgendwie gedacht, wir machen jetzt auch alle nochmal große Hollywood-Filme. Und der böseste Satz über seine eigene Entourage gewissermaßen kam dann vom intelligentesten wahrscheinlich von allen, eben von Fassbinder plötzlich, als er in seinem letzten Interview im Spiegel so 82 gefragt wurde, wo er denn denkt, dass der junge deutsche Film jetzt gerade hingeht. Dann sagte er ja, seine Kollegen seien ja inzwischen dazu übergegangen, ihre Kritiken zu verfilmen. Und das zeigte natürlich präzise, wie mit einem Darts-Pfeil, ja, irgendwie
Feierabend, Ende, Kreuz drüber, jetzt muss was anderes kommen. Und das war der Moment, wo sich dann eben die Chance ergab, dass diese Gegenbewegung immer noch am Leben gewissermaßen, Lemke schon im Fernsehen versagt, Roger Fritz hatte schon beinahe aufgehört, aber Klick gab es noch. Und dann hatte man das Gefühl, dass dieser auch Anti-Autoren-Filmer, Produzent, dieser Eichinger mit seinem ständigen irgendwie, wir machen die ganz großen Sachen, da könnt ihr aber, da werdet ihr da schauen, dass der mit dem Klick zusammen, dass das was hätte geben können. Und der eine Film, den sie zusammen, da war der Eichinger nur mehr oder weniger Herstellungsleiter, diese Simmel-Verfilmung, Die Vaterland magst ruhig sein, der war auch wirklich groundbreaking, der war richtig toll. Und dann sollten eben die Kinder vom Bahnhof Zoo kommen, ein Bestseller, also, und dann ist das so, wie eben beschrieben im Film, in die Hose gegangen. Das war ein Fanal in die Gegenrichtung gewissermaßen. Ja, aber es zeigte sich an diesem Fanal ja auch schon wieder der nächste Weg, der sich teilte. Dann gab es den Chaoten, der wollte in die Richtung, und der, von dem man dachte, das ist jetzt mal endlich ein powervoller, wirklich also gewaltiger Produzent, der auch irgendwie ein Kino will, dass das sich so wie New Hollywood oder so wirklich nach Action-Prinzipien, aber schon auch in eine gewisse, in Existenzialismus irgendwie rüber entwickelt, der ging in die andere Richtung und wurde immer mehr der große Kontrolleur, hat letzten Endes ja dann auch sehr viel nette, brave Literaturverfilmungen gemacht, zwar immer mit vielen Stars und so, aber so richtig das, was so am Anfang wäre, hau drauf, ne? War es dann eigentlich auch nicht. Und gab es noch einen dritten Bruch dazu, weil das Privatfernsehen kam ja auch in dieser Zeit auf eigentlich. Ja, wobei das hat so lange gedauert, bis das dann endlich mal ankam, das stimmt schon, also es gab so ab eigentlich so zeitgleich 89, 90 mit der Wende kam das Privatfernsehen, also RTL gab es schon länger, war aber bestand wirklich nur in der Wahrnehmung der Leute aus Tutti Frutti, aber die öffentlich-rechtlichen Sender wurden ab 1990 kamen die für sich unter Beschuss, weil plötzlich eben die Quoten auch bei den Privatsendern Sat1, Pro7 wurden gegründet, nach oben gingen. Das hat aber wie immer bei diesen Strukturen erstmal, wenn da plötzlich Chaos herrscht oder Angst oder Panik, dann ist das nicht so schlecht, weil dann kriegt man in diesem Moment, wollen alle plötzlich alles ganz anders machen, weil wir können nicht so weitermachen wie bisher. Und da kann man dann immer reingrätschen und nochmal ganz besonders extreme irgendwie Projekte durchkriegen. Mhm. Ende der 90er hatten aber auch die Öffentlich-Rechtlichen sich dann schon wieder verfestigt, waren weiterhin die Marktführer und haben dann aber auch diese ganzen Formatstanzen so eingeführt. Und dann trennte sich auch das Fernsehen vom Film. Aber das ist eigentlich der Stoff auch für den zweiten Teil. Genau. Deswegen jetzt noch 2, 3 Fragen, haben wir Zeit. Und das große Gespräch ist ja dann erst nach dem zweiten Teil. Aber haben Sie was drängt, dann geben Sie ein kurzes Zeichen. Dann, was raus muss. Was jetzt raus muss. Dann ist jetzt die Gelegenheit. Sie hören, es gibt viel zu erzählen. Aber auch keine Scheu, wenn Sie nicht wollen. Ich habe natürlich genug selber. Da ist die erste Frage. Warten Sie kurz aufs Mikro. Warten Sie doch kurz aufs Mikro, bitte. Ich meine das ernst mit dem Mikro. Ach so. Frage, nur eine einfache, kurze Frage. Wie ist denn überhaupt das Publikum mit diesen ganzen Entwicklungen mitgegangen? Ich habe immer so den Eindruck, diese Filme werden immer hochgerühmt und wird viel erzählt, aber wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, die werden eigentlich von der Öffentlichkeit, vom Publikum kaum wahrgenommen. Welche Filme meinen Sie jetzt in dem Fall? Ja, ein Großteil dieser Filme, die Sie auch hier in Ihrem Film vorgestellt haben. Aber das würde mich jetzt mal interessieren, wie überhaupt das Publikum da auch mitgegangen ist zu diesen ganzen Nein, das Publikum ist überwegend in ausländische Produktionen und in Schulmädchenreports gegangen zu der Zeit. Das ist der große Kritikpunkt ja auch, dass das Publikum, die Regisseure zum großen Teil den Kontakt auch zum Publikum verloren haben. Wenn ich mir mal so die gesamte Entwicklung Ende der 60er bis zur Gegenwart ansehe, sind ja meistens immer nur so 10 Filme im Jahr, die einen größeren Publikumszuspruch erreichen. Ja, also es ist schon so, dass, das habe ich ja eben gesagt, dass natürlich Oberhausen hat eine Berechtigung einfach aus dem künstlerischen Aspekt heraus und aus dem Gefühl, dass wirklich da zu dem Zeitpunkt Ende der 60er sich jetzt mal was ändern musste.
dass die ganzen ersten 10 Jahre, 15 Jahre von den Oberhausenern fast keine müde Mark eingespielt wurde. Die liefen besser im Ausland oder auf Festivals als im deutschen Kinogeschäft. Das finde ich aber nicht wirklich ein Argument. Das überzeugt mich weniger. Also ich finde, das Publikum dann letzten Endes in der Entscheidung darüber, was gut ist, was Bestand hat, nicht wichtig, ehrlich gesagt. Es gibt so viele berühmte Publikumsfilme, die ein solcher ausgemachter Scheißdreck sind, dass ich mir, das kann nicht das Kriterium sein. Es ist aber tatsächlich so, wie gesagt, das Interessante daran ist ja, dass diese anderen, die hier vor allem vorkommen, explizit angetreten sind, um Publikumskino zu machen. Und sie haben Genrefilme gemacht und sie haben, wie Roger Fritz am Schluss sagt, gerade mal so eben sind sie über die Ziellinie gekrochen. Das ist schon einigermaßen was. Dem Filmverlag der Autoren ging es manchmal dreckiger als denen mit den ganzen Autorenfilmern. Aber es ist insgesamt nicht viel. Es ist ein Kampf von sagen wir mal, wie soll man sagen, den ich hier versucht habe zu beschreiben, von Kinoideologien gewissermaßen. Den Reibach gemacht im deutschen Kino der 70er, wie gesagt, haben die Schulmädchenreporter und Lümmelfilme. Das ist aber jetzt nicht unbedingt das Thema, was in dem Film sozusagen angesprochen werden soll, weil das Niveau der Auseinandersetzung da schon in der Gegend, wo es Autorenfilm kontra nächste Generation, das war schon eine relativ spannende Auseinandersetzung. Sich über Lümmelfilme zu unterhalten, ist schwierig. Also für mich jedenfalls. Sie wollten noch irgendwas sagen. Genau, die nächste Frage. Thema Frauen, das kam ja kurz vor, ein bisschen fast wie Alibi-Funktion, fand ich. Also sozusagen diese feministische Welle, die es auch gab, die aber auch richtig, was gesagt wurde, komplett vergessen ist. Und was mir auch auffällt, Frauengenres, also das Melodram war ja so etwas, wo Frauen dann in den 50er Jahren hingegangen sind, oder auch Komödien kommen ja auch kaum vor im deutschen Film. Das ist ja auch etwas. Im neuen deutschen Film, oder? Ja. Im alten deutschen Film, also der Film waren sehr viele Komödien. Genau. Das war das Lustspiel sozusagen. Das schon. Also mit den Frauen ist es so. Ich selber habe diese wirklich sehr explizit starken Frauen, Ulla Stöckel und Konsorten, als ganz klar Teile des Autorenfilms irgendwie wahrgenommen. Ja? Also die kamen haben ihre Ästhetik mit derselben revoltierenden Haltung gewissermaßen gegen alte Gesellschaftsmodelle, gegen, also wie die Lisa Gotto auch sagt, dann kommen dann irgendwie plötzlich Menstruationsblut, sieht man, gab es noch nie im deutschen Kino gewissermaßen. Ich glaube sogar, dass die Frauen, einige Frauenfilme, die es da gab, fast radikaler waren als die Männer in gewissem Sinne. Es gibt ein Problem, du kriegst sie nicht mehr vor die Kamera und die Filme sind einfach nicht zu kriegen. Also wenn ich jetzt irgendwie den von Ulrike Ottinger, was weiß ich, wie heißt das, Bildnis einer Trinkerin haben will, der existiert nicht mehr. Die Frauen sind, was die Kopien und die Erhaltung ihrer Filme betrifft, diese Frauen viel mehr unter die Räder geraten als die überall international hochgejubelten Männer. Es läuft jetzt in Köln nächste Woche tatsächlich einmal Neun Leben hat die Katze von Ulla Stöckel. Ich habe mich schon angemeldet bei dem Kino, ich will dringend sofort irgendwie eine Referenz. Genau, ja. Ich empfehle öfter zu uns zu kommen. Wir haben sowohl Bildnis einer Trinkerin als auch Neun Leben hat die Katze gezeigt. Aber es ist wirklich, also nur das Problem ist natürlich, dass sie gehören nicht wirklich in diese Reihe, die ich meinte. Das, worum es uns ging, war ja sozusagen Autorenfilm kontra kleinere Brüder nach Autorenfilm. Ja? Und die andere Seite ist dann die, das kommt im zweiten Teil dann einmal sehr deutlich, wo die Mace Bills nochmal richtig gefeiert wird. Dass natürlich gab es eine Tendenz nach diesen richtig revoltierenden Damen, eben Ottinger und Stöckel und so weiter, haben die Frauen dann eigentlich sich in die Komödie zurückgezogen. Ja, also man kann natürlich sagen, das wird auch im zweiten Film, werden Sie es sehen, klar, Doris Dörrie, was weiß ich, Shari Hommern, wer noch alles diese Kassenknaller dann gemacht hat in den 90ern, das war das Frauenkino der 90er gewissermaßen. Also das Verhältnis von Frauen, die in den 60ern noch angefangen haben, irgendwie wirklich radikaleres Kino zu machen als ihre männlichen Partner, zum Kino hat sich auch verändert. Das ist wahnsinnig spannend, wäre aber eigentlich ein eigener Film, muss ich wirklich sagen. Und wir hatten in Deutschland nie sowas wie Chantal Ackermann zum Beispiel,
Das waren diese drei in gewisser Weise, die aber nicht so international bekannt geworden sind, wie zum Beispiel Ackermann. Also keiner, die hat da, glaube ich, einen Oscar sogar gewonnen oder so für den ersten Film. Da fehlte immer irgendetwas, um den wirklichen Durchbruch zu einer internationalen Größe zu schaffen. Margarete von Trotter hat gewonnen. Ja, gut. Die ist aber für mich, also in ihren Filmen natürlich wesentlich harmloser als die zwei eben genannten. Also das ist zwar auch Frauenkino, engagiertes Frauenkino, steht für mich aber so auf der Ebene, das kann man so bei Männern mit Hauf oder so vergleichen. Also engagiertes Kino, das aber letzten Endes sich so in den Rahmen der ganzen etwas aufbegehrenden Autorenfilme eingepasst hat. Eine letzte Frage können wir noch machen. Wieder nicht, aber jetzt auch eine Hierarchie auf, wenn Sie so einen Satz sagen, wie die Frauen haben sich in die Komödie zurückgezogen, so als sei Komödie eben doch ein Genre, das unter anderen Genres steht. Das finde ich ist nämlich auch ein Problem. Sie können auch sagen, ich habe mich ins Genre zurückgezogen. Also ich... Ja, also ich habe das auch immer von dem Moment an, wo ich das Gefühl hatte, ich will eigentlich nur noch Genre machen, wusste ich natürlich, dass ich nicht, ich werde nicht zur großen deutschen Filmkunst mehr beitragen, so wie die Kollegen Fassbinder oder sonst was, sondern ich ziehe mich auf ein Gebiet zurück. Und das war auch von mir als ein Rückzug, habe ich so empfunden. Also ich finde das überhaupt nicht als Beschimpfung. Vor allen Dingen, weil ich zeitweise ja sogar denke, dass hier auch ein Schuss Komödie mit drin ist. Mhm. Allein wie sie Mario Adorf und den guten Roland Klick zu Deadlock hintereinander schneiden. Ja, gut. Das ist wirklich großartig. Ich kann Ihnen versprechen, derlei Momente werden Sie auch im zweiten Teil noch wieder erleben. Wir machen jetzt eine Pause. Sie haben noch Zeit, ein Getränk sich zu holen. Wir fangen so in 10 Minuten wieder an, signalisieren das durch den Gong. Alle müssen noch mal raus. Sie können aber Ihre Sachen gerne liegen lassen, wenn Sie das wollen. Genau, also durch den Gong geht es weiter. Bis gleich schon mal. Vielen Dank, Dominik Graf. Ja.